Hi Leute und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder ein Food-Neuheiten-Video. Ich war wieder unterwegs und habe so ein paar Food-Neuheiten gekauft. Ich muss wirklich sagen, es war wirklich das schwierigste Food-Neuheiten-Kaufen, was ich je hatte. Sonst bin ich immer zu Kaufland gefahren und die hatten da immer so schöne Schilder, wo drauf stand neu. Diesmal bin ich ganz Cuxhaven durchgefahren und nirgendwo gab es diese Schilder. Das heißt, ich musste mich selbst informieren und nach meinem Gefühl einkaufen. Was ist neu? Was ist nicht neu? Was könnte neu sein? Habe ich das schon mal gesehen? Habe ich das noch nicht gesehen? Ich hoffe, dass alles, was ich gekauft habe, wirklich neu, neu, neu ist. Ich habe wirklich darauf geachtet. Aber jetzt würde ich mal sagen, ganz viel Spaß bei diesem Video. Bevor ich richtig mit dem Video anfange, möchte ich gerne kurz aufklären. Es kann sein, dass meine Fingernägel so ein bisschen weiß sind oder ihr eine weiße Creme sehen könnt. Liegt einfach daran, dass ich doch eine allergische Reaktion habe. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon mal angeteasert gehabt, beziehungsweise das Gefühl gehabt, ich glaube, ich bin gegen Neonail allergisch und das ist jetzt wieder der Fall. Also es ist noch nicht schlimm. Meine Finger sind nicht angeschwollen. Bei mir ist ja der eine Finger etwas angeschwollen, aber jetzt noch nicht so krass. Es juckt auch, ja, ich habe da jetzt so eine Zinksalbe drauf gegeben. Also wenn das jetzt wirklich so bleiben sollte, kann ich mich damit abfinden. Es sei denn, es wird schlimmer und das Krasse daran ist, irgendwie kommt diese allergische Reaktion erst nach 3 Tagen. Also I don't know what it is, aber it is. Wie gesagt, bleibt das so, ich werde das beobachten. Sollte es natürlich wieder voll schlimm werden, werde ich es wegmachen, aber sollte es nur diese allergische Reaktion bleiben, kann ich auf jeden Fall damit leben. Also falls ihr euch wundert, was hast du da so komisches Weißes an deinen Fingern? Zinksalbe. Gut, ich würde mal sagen, wir fangen an. Ich habe 2 Getränke und 3x Süßigkeiten. Und Leute, ich habe beim letzten Mukbang gesagt, ich weiß nicht, ob ich 4 oder 5 Sachen gekauft hatte. Ich habe 5 Sachen gekauft. Ich habe 5 Sachen gekauft. Nein, ich bin nicht dämlich gewesen. Ich hab das eine nur im Auto vergessen gehabt. Genau, fangen wir mal an. Ich möchte mal gerne hier was naschen. Und zwar bin ich hierauf am meisten gespannt. Machen wir als erstes. Und zwar liebe ich Lachgummi. Ich liebe Lachgummi, vor allem diese Heroes heißen die, glaube ich. Und diese Geister. Ja, und hier gibt es jetzt was Neues von Nimm2. Lachgummi ist sogar Veggie. Jubold oder irgendwie sowas. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ich finde, das sieht irgendwie richtig interessant aus. Also von der Form her und wie es ein bisschen aussieht, erinnert mich das irgendwie voll an Katjes. Kennt ihr Katjes? Ich weiß nicht wieso, aber es erinnert mich irgendwie voll krass daran. Oh. Ugh. Das riecht irgendwie wie Kaufland. Pudding und Joghurt und Quarkcreme. Und alle, die mich kennen, wissen, dass ich das von Kaufland nicht mag. Ich nehme mal dieses dunkelrote. Hallo, was geht ab? Nehmen wir mal noch eins. Nehmen wir mal dieses kotzgrüne. Nee, mag ich nicht. Was ist das denn? Das hat nichts mit Nimm2 zu tun. Das hat nichts mit Lachgummi zu tun. Was ist das denn? Das ist so ein richtig abgestumpfter Geschmack. Das riecht, riecht und schmeckt genauso, wie es riecht. Es ist von der Konsistenz her etwas härter. Also das ganze Zeug klebt jetzt an der Seite, also hinter meinen Zähnen an dem Retainer. Würde ich mir nicht nachkaufen. Da mag ich diese Geister und diese Heroes, wie auch immer die heißen, wirklich lieber. Aber das war jetzt gerade so ein bisschen fail. Vegetarisch. Nee, mein Fall ist... Nee. Die schmecken auch so ein bisschen wie diese Biotin-Häschen. Also irgendwie schmeckt das gesund. Nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich habe jetzt einfach alles an meinem Retainer kleben. Ich hasse solche Süßigkeiten, die an meinem Retainer kleben. Wisst ihr, Leute, da bin ich jahrelang mit einer Zahnspange rumgelaufen, um dann für mein ganzes Leben meinen Retainer tragen zu müssen. Oh, das regt mich auf. Gerade bei solchen Sachen wie Toffifee und solchen Süßigkeiten habe ich halt Struggle und muss dann viel trinken. Und deswegen
holen wir jetzt hier was Neues. Und zwar habe ich eine neue Fanta entdeckt. Fanta Mango Guave heißt das Ganze. Also es ist auf jeden Fall nicht, ich hoffe, ihr könnt irgendwas sehen, im Standardsortiment, weil hier ist nämlich das Ding überklebt worden und ich habe es noch nie gesehen. Leute, ich bin so viel für euch unterwegs. Action, Edeka, Lidl, Aldi und weiß ich nicht wo. Und das habe ich jetzt bei Kombi entdeckt. Das gibt es ja in NRW nicht. Zumindest habe ich es nie in NRW gesehen. Doch einmal habe ich es in NRW gesehen. NRW gesehen Richtung Dortmund, glaube ich. Egal, auf jeden Fall habe ich das so noch nie gesehen. Und zwar sieht das ein bisschen aus wie Granatapfelflüssigkeit. Keine Ahnung. Habt ihr schon mal so Granatapfelsaft getrunken? Ich schon, hat nicht geschmeckt. So sieht das Ganze irgendwie aus. Flüssigkeit ist sehr durchsichtig. Die Flasche hat, glaube ich, 1,59 € gekostet. Ich werde euch so gut wie es geht die Preise versuchen hier einzublenden. Ich habe nämlich hohle Birne einen Kassenbon vergessen mitzunehmen. Ich glaube, normale Fanta kostet 99 Cent oder 1,09 € mittlerweile plus Pfand. Und die Flasche hat 1,59 € und zusätzlich plus Pfand nochmal gekostet. Genau, machen wir das auf. Aber ich finde es cool, dass man trotzdem Pfand drauf hat. Das Krasse ist, Leute, was ich hier richtig kacke finde, man weiß nicht, wann dieses Zeug hier abläuft, weil das ist irgendwie ab. Die letzte Zahl kann man nicht mehr sehen, 2002 und danach kann man nichts mehr sehen. Und beim Datum sehe ich eine 7 und was davor steht, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oh, riechtechnisch schmeckt. Ne, schmeckt das? Nee, habe ich noch gar nicht probiert. Riechtechnisch riecht es irgendwie wie Granatapfel. Nee, nicht wie. Wie heißt das? Wie diese rote Orange. Die haben doch einen Namen. Das ist doch keine Guave, oder? Diese Blutorange oder sowas. Genauso riecht das. Ich glaube, das ist Blutorange. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall eine Orange in ganz dunkel. Okay, probieren wir mal. Prost. Das kommt mir bekannt vor, Mann. Kinder, komm, du weißt es. Okay, ich weiß es jetzt. Also, das Ganze schmeckt wie abgestandene Fanta. Nein, nicht wie abgestandene Fanta. Es schmeckt wie Fanta, zur Hälfte im Glas und nochmal mit zur Hälfte Wasser aufgefüllt, weil es ist so eine mittlere Kohlensäure und schmeckt, ja, stumpf, also nicht stumpf. Wie soll ich euch das erklären? Es schmeckt irgendwie, als wäre das zur Hälfte Fanta und zur anderen Hälfte halt, wie ich gerade gesagt habe, Wasser. Genauso schmeckt es und sehr süß. Mit sehr viel Süßungsmittel. Mango schmecke ich da irgendwie kaum raus. Ich würde tatsächlich sagen, Fanta mit sehr viel Wasser und Süßungsmittel und halt Kohlensäure, so, keine Ahnung, so aufgepuschte Kohlensäure. Schmeckt nicht schlecht, ja, aber man erhofft sich irgendwie so ein bisschen mehr. Ich habe gerade gedacht, wow, ultimativer Geschmack kommt da gleich. Aber irgendwie war das so eine Enttäuschung wie diese blaue Fanta. Also dieses. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Es gab so eine Zeit lang, gibt es immer noch, habe ich auch bei Kombi gesehen, so eine blaue Fanta und man weiß halt nicht, was das für ein Geschmack ist. Da steht da halt so ein großes Fragezeichen, mochte ich gar nicht. Fand ich wirklich ekelhaft. Ja, das war so eine kleine pure Enttäuschung. Ew. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Nein, wahrscheinlich nicht. Könnt ihr das sehen? Das ist von innen. Ich kann euch das, glaube ich, nicht abfällen, aber das ist so braun und haarig, Mann. Okay, wir sind uns einig, dass ich das auf jeden Fall gleich wegkippe. Nächstes, jetzt muss ich was essen. Warum in Gottes Namen habe ich eigentlich jedes Mal Pech, was diese Food-Neuheiten angeht? Jedes Mal kaufe ich irgendwas, es schmeckt mir entweder nicht. Oder das, da ist immer irgendwas, was nicht hingehört. Zum Beispiel diese Milka-Schokolade, diese Kekse, die waren voll versalzen. Jetzt habe ich eventuell Schimmel in meiner Fanta. Ich wünschte, ich könnte euch das irgendwie besser zeigen, aber es geht einfach nicht. Warum? Warum, Mann?
Was bin ich eigentlich für ein Pechvogel? Ja, okay, wir machen jetzt mal mit was Besserem weiter. Und ich glaube, das habt ihr schon gesehen. Ich glaube, wir kennen alle Joghurette, oder? Einfach lecker. Und das Ganze gibt es jetzt in Blaubeere. Und zwar sieht das so aus. Ich habe gehofft, dass ich das sehe. Das habe ich nämlich auf Instagram gesehen. Ich folge nämlich auf Instagram, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, auf jeden Fall so ein Mädchen. Und das postet die ganze Zeit von allem, was es gerade neu gibt. Einfach alles. Also von Schminke bis Food, bis einfach alles. Wenn ich sie wiederfinde, wie gesagt, das ist immer nur halt so, ich sehe es halt dann. Ich weiß gar nicht, ob ich sie abonniert habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird die mir jedes Mal vorgeschlagen oder ich habe sie abonniert, keine Ahnung. Also wenn ich ihren Namen finde, werde ich den unten in die Infobox mit reinmachen. Auf jeden Fall, wie gesagt, postet sie immer alle Neuheiten. Ich habe das auch bei ihr gesehen, dachte mir so, das muss ich auch probieren. Und meine Mutter hat auch schon so einen kleinen Fokus drauf gelegt. Ich so, Mom, chill mal, warte bis morgen, dann kannst du das auch probieren. Obwohl, hätte sie probiert, dann wäre ich nicht böse gewesen. Hauptsache, sie hätte mir nicht gesagt, wie es schmeckt. Oh, schicki, schicki. So sieht das aus. Werden die kleiner oder bin ich hohl? Die Farbe finde ich mega schön. Ich habe schon Bauchschmerzen. Oh, das sieht sehr interessant aus. Versuche euch das einmal auf hier mein Gesicht zu fokussieren, du. Du Stalker, Mann, du Kamerastalker. Ah, da könnt ihr, glaube ich, sehen. Da sind solche Stückchen drin. Oh, riechen tut das sehr lecker. Mega lecker. Puh. Boah, ist das lecker. Träumchen, Bäumchen. Super lecker. Kauft euch das. Ich finde das mega, mega, mega lecker. Es hat zwar so einen kleinen Nachgeschmack. Irgendwas, was ich nicht identifizieren kann, aber es schmeckt wirklich sehr gut. Kommen wir zum nächsten Produkt, zur nächsten Schokolade. Und zwar habe ich hier was Neues von Rittersport mitgenommen. Konnichiwa heißt das Ganze. Kirschmandel. Ich habe schon Bauchschmerzen vor Süßigkeiten. Um ehrlich zu sein, Leute, ich habe gerade gefrühstückt, deswegen habe ich wahrscheinlich Bauchschmerzen. Ich finde, das sieht mega, mega süß aus. Es gab noch ein paar andere Sorten, aber ich fand das irgendwie wegen der Farbe einfach so niedlich, dass ich mir dachte, das nehmen wir mal mit. So. Yeah. Machen wir das Ganze hier mal irgendwie auf. Okay, ich habe mir jetzt hier ohne Ecke rausgebrochen. Das ist voll lila. Ich glaube, das kann man in der Kamera nicht so gut sehen, aber. Oh mein Gott, ist das lecker. Das hat einfach eine richtig geile Konsistenz. Du beißt auf irgendwas Crunchiges, Kirschmäßiges und Schokoladiges. Schmeckt so ein bisschen wie so eine Mischung zwischen Vollmilch und leicht zart-bitter tendierend. So einen kleinen Mix. Noch nicht ganz zart-bitter, aber auf dem Weg dahin. Man schmeckt es wirklich richtig krass. Schmeckt wirklich sehr gut. Ich glaube sogar, da sind so ein paar Kirschstückchen drin. Ich bin der Meinung, ich habe gerade auf so ein Kirschstückchen gebissen. Mega lecker. Kommen wir auch schon zum letzten, was ich hier habe. Und das ist tatsächlich was zum Trinken und auch noch tatsächlich eine Fanta. Und zwar Fanta Berry, Berry Flavored Soda, irgendwas with other natural flavors. Ach, keine Ahnung. 100%, ja, schön, dass das hier auch wieder überklebt ist. Natural Flavors. Keine Ahnung, hier ist auch wieder so ein Aufkleber drauf. Und so sieht das Ganze aus. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass ich da jetzt keinen Schimmel drin habe. Wer klopft eigentlich auch von euch immer auf Dosen? Ich weiß nicht wieso, das bringt absolut gar nichts, aber ich mache es einfach jedes Mal. Ich
habe voll Angst, Flaschen und sowas zu öffnen. Leute, als ich auf dem Weg von meinem alten Zuhause von Moers nach Cuxhaven gefahren bin, habe ich mir kurz vorher bei Netto eine Cola gekauft. Ich war so ungefähr 60, 70 Kilometer von Moers schon entfernt und habe so Durst gehabt, dass ich diese Colaflasche aufgemacht habe. Ratet mal, wer alles mit dieser Colaflasche dann voll gespritzt wurde. Ich, mein Lenkrad, alles einfach. Und das ist auch noch so richtig braun dann gewesen, bis ich diese Flecken rausbekommen habe. Gott, haben wir wahrscheinlich schon 3 Tage später gehabt. Also wirklich, das war krass. Moment, Leute, wir müssen mal kurz hier stoppen, weil A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K, was haben wir denn mit K? Also das erste Wort, was mir gerade tatsächlich zu K einfällt, ist Kaktus. Mein Freund ist ein Kaktus. Okay, wir probieren das Ganze mal. Das sprudelt voll auf. Oh Mann! Okay, bleiben wir mal lieber bei normaler Fanta, ja? Fanta Mango und Fanta Erdbeer, das ist das Geilste, was es gibt. Also Bullshit, Mann. Ich wünsche mir irgendwie gleich, Mann. Stopp. Ja, bleib. Nein, ciao. Oh Mann. Ich bin voll ein Pechvogel. Leute, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Meine Empfehlung auf jeden Fall Joghurtte und die Rittersport und mein Kaktus. Ja, ich würde mich mega über ein Däumchen nach oben, über Kommentar und über kostenlose Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall das Glöckchen zu aktivieren, so verpasst ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch Studis da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss, Lieben.